Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 4 Hunde und Katzen. So, meine Lieben, ich werde hier erstmal meine kleine süße Amy umarmen und streicheln und knuddeln und sie lieb haben. Denn sie war so lange alleine. Und kennenlernen machen wir auch noch. Außerdem gibt es noch ein Leckerli. Oh, schaut euch das an, das ist so niedlich. Heurika, Louis Young hat eine Idee. Oh mein Gott, Louis, wer hast denn das geschafft? Wo ist unsere Katze? Leo, wie wär's denn, wenn du das hier mal reparieren würdest? Wo ist denn Cleo? Cleo rennt bestimmt irgendwo draußen rum, ne? Ah ne, hier ist sie. Ach Mensch, das kannst du auch mal wegräumen. Wegwerfen. So. Oh, und wir müssen den Futternapf mal auffüllen. Können wir das auch noch zwischendurch machen? Ich glaube, die Tiere haben Hunger. Das sollten wir auf jeden Fall mal machen. So, bitteschön. So, und ein bisschen aufräumen müssen wir hier tatsächlich auch mal noch. Auch hier Reste nehmen. Verdorbenes Essen aussortieren, genau. So, guck mal hier, die beiden haben Hunger, ne? Ja, du kannst ja auch gleich futtern. Ich sollte vielleicht zwei Näpfe kaufen. Also, zwei Näpfe haben. Mein Gott, Amy! Wie viel futterst du denn? Lass doch Cleo auch noch was übrig. Wie die meisten Tiere kann auch Cleo auf unerklärliche Weise von Dingen rund um das Haus besessen sein. Behalte deine pelzigen Freunde im Auge, um ihre individuellen Interessen kennenzulernen. Okay. So, Level 2. Sehr schön. Was, Level 2? Ernsthaft? Okay, sie hat es direkt leer gemacht. Oh Mann. Amy, du kleiner Fresssack. Ist ja wohl nicht wahr. Schaut euch das mal an, wie süß die sind. Oh Gott, die sind so klein und so knuddelig. Knuddelig. Na, willst du damit spielen? Wollt ihr zusammen? Oh Gott, sie mögen sich. Oh nein, wie süß. Oh, ist das knuffig. Oh Gott, die sind so süß. Ich liebe diese Tiere hier auf jeden Fall. Vor allem am süßesten finde ich es tatsächlich, wenn die Kätzchen, ich weiß nicht, ob die Welpenhunde das auch machen, aber wenn die Katzen hier rumrennen und anfangen zu stolpern. Das finde ich so mega niedlich. Hä? Was willst denn du? Oh mein Gott, da kommt einer. Was tut er? Was tut er? Was tut er? Das habe ich ja noch nie gehabt. Willst du einfach jetzt? Du willst doch nicht einfach. Sie ist benommen. Oh mein Gott. Nora wird angezapft. Ach du meine Güte. Oh mein Gott. Da kommt er einfach vorbei und zapft sie an. Ich fass es nicht. Also das hatte ich ja wirklich noch nie. Oh mein Gott. Okay. Jetzt fällt sie um. Ach du meine Güte, ich bin pappsatt. Ich bekomme keinen Tropfen mehr runter. Ich werde Nora nicht verwandeln, aber sie ist so köstlich, dass nur eine riesige Menge Knoblauch mich nächstes Mal abhalten könnte. Ich komme zurück, wenn mir erneut der Sinn nach einem mitternächtlichen Snack steht. Was? Wie krass ist das denn? Oh mein Gott. Was macht denn Amy? Amy rennt hier rum. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Arme Nora.
Warum gerade zu Nora? Warum nicht zu ihm? Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Das habe ich echt noch nicht gehabt. Mitternächtlicher Besuch hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Tja, da würde ich sagen, müssen wir mal gucken, wo wir Knoblauch herbekommen, ne? Dass wir uns schützen können. Zumindest noch ein bisschen. Ach, guck mal, jetzt isst auch Chloe mal ein bisschen. Ja, lass es dir schmecken, meine Süße. Lass es dir schmecken, meine süße, kleine, süße Zuckerschnute hier. So. Nora, wenn du wach bist, kannst du wieder ins Bett gehen, ne? Eieieiei. Vor kurzem gebissen. Aua, was tut denn da so weh? Ja, du wurdest von einem Vampir gebissen, meine Liebe. Er kam ein. Oh Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, schon zu spät. Es ging zu schnell. Aber sie lag gerade auf dem Rücken. Das sah so süß aus. Aber ich war zu langsam. Okay, ich glaube, ja, Louis ist wach. Louis macht sich was zu essen. Wo ist denn Chloe schon wieder? Und wieso schlafen die eigentlich nicht da im Bettchen? Vielleicht muss ich denen das zeigen oder so. Das kann natürlich auch sein, dass ich denen zeigen muss, dass sie da schlafen können. Chloe Essen geben. Komm, das machen wir mal. Chloe, möchtest du Happa Happa haben? Möchtest du was von diesem leckeren? Was ist der da eigentlich? Oberoi! Hotdog? Genau! Leckerer Hotdog. Gott, ist das süß, dass sie sich einfach so hinschmeißt und rollt und oh, du bist so süß, Chloe. Oh, ich liebe dich. Ich will auch so eine Katze haben. Arugaba. So, Oh, kennenlernen machen wir auch Kater. noch. Wir lieben Balafor. unsere Tiere hier. Und nochmal umarmen. Eric Genau. Bisschen Parasa. drum kümmern. Gnad. Ah, da. Da. Amy liegt wieder so. Oh Gott, ich finde das so geil. Das ist die geilste Stellung ever von den Tierchen hier. Wenn die so liegen. Ich finde das so cool. Oh Mann, das ist so cool einfach nur. Schaut doch mal, wie süß das aussieht. Sie liegt voll auf dem Rücken und sie strampelt sogar. Oh Mann, wie süß. Ich kriege noch einen Zuckerschock bei dem Spiel. Ich kriege echt noch einen Zuckerschock. Ich bin übrigens gespannt, wann die Tiere altern, weil das kann man ja nicht nachgucken. Also ich habe jetzt hier nirgendwo eine Lebensleiste oder sowas von denen. Dementsprechend keine Ahnung, wie lange es dauert, bis die beiden gealtert sind und zu erwachsenen Tierchen werden. Aber ich hoffe einfach mal, dass einem das hier oben irgendwie angesagt wird oder so. Oh Gott, sie spielt. Schaut euch das an. Oh nein, wie süß. Oh mein Gott, du bist so niedlich. Oh. Die sind so niedlich. Gott, ich sterbe gleich vor Niedlichkeit hier. Echt, ich sterbe gleich vor Niedlichkeit. Das ist einfach viel zu süß. Das geht gar nicht. Das ist so süß. So, um Amy kümmert sich natürlich unsere Nora. Oh Gott, Amy hat Angst vor dem Fernseher. Oh, du bist so süß. Da müssen wir uns drum kümmern. Ja, Amy muss, Nora muss sich erstmal um sich kümmern. Oh Gott, wie niedlich. Ich finde die so süß. Ey, ich glaube, ich könnte 100 Katzen hier in dem Spiel haben. Wo ist denn? Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, wie süß. Sie liegt unterm Sofa und hat Angst. Oh. Amy aus Versteck rufen. Was ist los? Was kannst du tun, damit sich Amy besser fühlt? Da müssen wir mal gucken. Sie scheint sich schon besser zu fühlen. Vielleicht hat sie sich dran gewöhnt.
So, wir könnten sie einfach mal streicheln. Louis muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Ja, dann sollte ich mich auch mal hier fertig machen. Und das mal eben aufräumen. Und irgendwelche Reste nehmen. Dann können wir nämlich gleich wieder in die Tierarztpraxis gehen. Yay! Oh Gott, so putzig. Da ist sie gestolpert. Habt ihr gesehen? Das ist so süß. Bitten hinzulegen. Amy. Ich glaube, wir müssen da selbst Bescheid sagen, damit die dann da drauf gehen. Damit das dann deren Schlafplatz wird oder so. Obwohl, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. So, weißt du was? Du, was willst du machen? Umarmen. No. Umarm dein kleines Kätzchen. Oder auch nicht. So, du kannst ja mal Spielsachen aufräumen. Genau, das ist eine gute Idee. Und du knurrst du knurrst die Toilette an oder bellst die Toilette an. Auch nicht schlecht. Heißt das, dass du raus musst? Sollte vielleicht mal mit ihm Gassi gehen. Geht das? Allein losschicken. Mal gucken. Bitten, das Geschäft zu erledigen. Das könnten wir machen. Oh Gott, sie ist auch gestolpert. Das ist so süß. Geht sie jetzt raus, das Geschäft machen? Auf der Veranda. Na, ich weiß nicht, ob das der richtige Ort dafür ist. Oh, es ist nicht der richtige Ort, aber egal, es ist halt draußen, ne, und nicht drin. Na toll! Oh nein, sie scheißt mir die Veranda zu. Hallo, wieso sind hier so viele... Wo kommen die ganzen Wände auf einmal her? Ist doch richtig eingestellt. Hier die Wand, die will einfach nicht weg. Will immer die falsche Wand weg. So, ich denke mal, das da muss ich jetzt selber wegmachen, ne? Wegwerfen. Ich kann das auch hochheben? Warum sollte ich einen Kackhaufen hochheben? Okay, ich mach das einfach mal. Ich heb mal den Kackhaufen hoch. Mit dem Hotdog. Ja klar, jetzt habe ich ihn in der Tasche oder was? Nicht dein Ernst. Der kleine Tierhaufen stinkt weniger als der große Tierhaufen. Trotzdem ist er immer noch ein guter Dünger für den Garten. Ach so, ich kann das für den Garten benutzen. Oh, wir haben hier eine Glocke. Habt ihr gehört? Bin ich nach oben gegangen, jetzt hören wir es nicht mehr. So. Klein Cleo hüpft da im Kreis herum. Und Amy ist schlafen gegangen. Oh, guck mal, wie süß. Sie ist so süß. Oh Gott, die beiden sind einfach so niedlich. Das geht gar nicht. Oh, okay. Hier müssten wir auch mal Katzenklo säubern. Ja, 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 was man nicht alles tun muss. So, und dann gehen wir duschen und dann gehen wir, in die Tierklinik, genau. Das machen wir dann auch noch. Da wollten wir ja hin. Von daher sollten wir da auch mal hin. Wohl, kann ich Amy eigentlich noch irgendwas beibringen? Tierpflege. Nee, anscheinend im Moment gerade nicht. No, was ist los?
beigebrachte Befehle bei Fuß. Ja, das ist etwas, was sie schon gelernt hat, aber mehr hat sie anscheinend nicht. Ist eine Badewanne erforderlich? Bist du denn schmutzig? Nee, ich glaube nicht, ne? Freundschaft anbieten? Können wir auch gleich noch eben machen. Und dann geht's endlich gleich in die Tierklinik. Ja, oder wir gehen halt im nächsten Part in die Tierklinik. Genau. Machen wir uns da mal keinen Stress. Wir spielen miteinander. Wie süß. Und das war's schon wieder mit dem Spielen. So, Simstagram könnten wir nochmal machen. Dann nochmal ein bisschen streicheln oder umarmen oder so. Wieso ist das hier eigentlich immer mit so Herzchen und so? Ach so, wegen anhänglicher Katze. Ah. Alles klar. Dann wissen wir Bescheid. So, was wollte ich jetzt von dir? Ach so, streicheln. Natürlich. So, und jetzt? Hä? Das wird aber nichts hier. Ah. Oh. Klein Amy beim Fressen. Machen wir das von der anderen Seite? Schlapp, schlapp. Schlapp, schlapp. So. Perfekt. Errungenschaft, Simstagram-Einsteiger. Sammle 25 Follower auf Simstagram. Yay! Amy hat Aufmerksamkeit erregt. Flotte Pfotenprodukte hat ihr als aufstrebenden Simstagram-Star ein kleines Präsent für ihre außerordentlichen Bilder gesandt. Sieh in dein Haushaltsinventar und fahre mit der hervorragenden Arbeit fort. Aha. In mein Haushaltsinventar. Oh, ein Ballball. Ball, 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 Ball. Und Pfoten hoch. Bei Tierarzt Level 3. Der. Ah. Können wir trotzdem hier hinkleben. Huch, lass den Tisch stehen. Oh, eine Katze. Meine Güte. Ist ja nicht zu fassen. So, Amy. Auf die Jagd schicken. Komm, das machen wir mal. Wir schicken Amy mal auf die Jagd. Mal gucken, was dann passiert. Wahrscheinlich rennt sie halt einfach los, ne? So, und ansonsten werde ich hier noch Tierpflege. Mal gucken. Bürsten kann ich sie nicht mit dem Laserpointer spielen. So, und Amy habe ich jetzt auf die Jagd geschickt, oder was? Bin mir noch nicht so sicher. Doch. Sie ist auf die Jagd gegangen. Amy ist eine Jägerin. Sie liebt es, draußen zu jagen und zu graben. Ja, aber Amy, hier sind doch, hier wirst du nicht viel finden. Blumen hast du gefunden. Sehr gut, Amy. Fang die Blumen. Und hier wird mit dem Laserpointer gespielt. Ja, da stehen Katzen drauf, ne? Huch, was war denn das? Ach so. Oh Gott, so süß. So süß. Wie sie am Stolpern ist. Jetzt hat Amy es auch begriffen, dass sie da nicht viel finden wird. Oh Gott, wie niedlich. Ich habe das Gefühl, sie will gar nicht richtig jagen. Oder sie jagt immer nur zwischen den beiden Orten hier. Das kann natürlich auch sein. Laserwahn. Katzen lassen sich ja so leicht ablenken. Ein leuchtender Punkt am Boden und schon sind sie völlig aus dem Häuschen. Das stimmt. So, Amy, und was hast du gefunden? Du hast wieder die Blumen gefunden. Naja. Hauptsache, sie hat überhaupt irgendwas gefunden, ne? Jetzt hat sie auch noch die anderen Blumen gefunden. Das ist ja wirklich herzallerliebst. Ja, hier auf dem Grundstück ist halt leider nicht so viel anscheinend. Da kommt sie angerannt. Kleine Zuckerschnute. Und da, sie macht ein Bautz.
Ein Bautz hat sie gemacht. Wo willst du denn hin? Nicht so schnell. Oh, jetzt rennt sie doch mal ein bisschen weiter weg. Bis zum nächsten Mülleimer. Und dann steht sie da immer so in Jagdposition. Finde ich total niedlich. Ich glaube, wir brauchen noch mal ein Simstagram-Foto von ihr. Guckt euch diesen Blick an. So, oh, ich bin auf der Jagd. Ich bin bereit. Beförderung. Wuhu. Sie hat 15 Simstagram-Stars, ja, nee, Follower dazugekriegt. 15 Stück. Ach Mensch. So niedlich. Ich finde das alles total niedlich hier. So, wir könnten ja eben noch das Spielzeug wegräumen, was wir da bekommen haben. Oder kann ich das. Ah, ich kann das so einfach reinziehen. Sehr schön. So, du miaust den Kühlschrank an. Kriegst mal ein Leckerchen. Genau, ein Leckerchen. Amy rennt hier zwischen Mülltonne hin und her. So, da gab es ein leckeres Leckerchen. Sehr schön. Und dann, meine Lieben, ist es, glaube ich, schon wieder so weit, genau, dass ich einen Cut machen muss. Wir sehen uns dann also in einem neuen Part bald wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi!